Hallihallo und herzlich willkommen zur allerersten Session von Let's Play Game Dev Tycoon mit mir, dem Yakinator. Ganz spontan habe ich mich dazu entschieden, dieses Let's Play hier zu starten. Ja, und mal sehen, was wird, ne? Und wir werden eins machen auf jeden Fall. Spiele entwickeln. Haha. Bis wir ein weltumspannendes Firmennetz errichtet haben. Ja, und ich denke, mit meiner leichten Erfahrung in Sachen Computerspiele in den letzten 20 Jahren, sage ich mal so grob geschätzt, dürfte es ganz unterhaltsam werden. So. Und als erstes, also wir müssen praktisch Spiele entwickeln. Wir fangen hier in so einer kleinen, klitschigen Garage an und müssen uns natürlich erstmal aussuchen, wie unsere Firma heißt und wie unser Spieler heißt. So, der Spieler heißt auf jeden Fall Yakinator, der weiß. Ich hoffe, das passt dahin. Jawohl! Erst männlich und jetzt nochmal frisurenmäßig mal gucken, was da geht. Nun gut, ja, na, ich glaube, ich nehme ihn hier. Brille, einigermaßen blond. Das geht. So, welche lustige Nerdkleidung ziehen wir uns denn jetzt an? Polunder? Ach nee, Polunder ist zu viel Hipster. Nee, ich bin da eher Minimalist, denke ich mal. Oder wäre Minimalist, wenn ich jetzt praktisch Computerspiele entwickeln würde. Was sieht denn bequem aus? Das sieht, das hier sieht aus wie Freddy Krüger. Ich glaube das hier, ne? Das beleidigt die Augen nicht ganz so sehr. Okay, dann die wichtigen Sachen. Company Name. Und ja, wir wandeln praktisch bei den Namen so generell in den Fußstapfen der Geschichte, würde ich sagen. Und ja, ich denke, wir werden gleich mit den richtig großen Namen anfangen zu werfen. So, und Electronic Ass ist sozusagen am Start. Mit den geilsten Spielen überhaupt. Ach nein, Quatsch, ich wollte ja Electronic Ass, ich weiß nicht. Ach nein, ich mache ja, genau, ich habe ja was vor. Ich habe ja sozusagen auch eine kleine praktisch Richtung, in die ich dieses Let's Play steuern will. Ich will nämlich ein berühmter und bekannter Adventure- und Rollenspielprogrammierer werden. Ja, ja, Yakinator der Weise, so weise ist ja, dass er seine Firma Lucas Ass nennt. Okay, ach, das habe ich ja schon mal gemacht. Nee, da hieß es noch Porno Games, da habt ihr's. Da habe ich nur Pornospiele produziert. Auch nicht schlecht, oder? Okay, ist jetzt nicht jugendfrei, sorry. Aber man muss ja mal die Realitäten anerkennen. Das Problem ist, ich habe schon in der ersten Woche, dem ersten Monat, in dem ersten Jahr aufgehört, weil wir irgendwie strategisch irgendwas falsch gemacht haben mit dem ersten Spiel. Da war ich so ein bisschen im Optimierungswahn und da war es mir auch völlig egal praktisch, wie meine Firma heißt. Ich habe dann auch Fantasienamen einfach nur eingegeben, noch und nöcher. Ist ja nur für mich. Aber jetzt will ich euch sozusagen hier verwöhnen. Lucas S, das erste Game. Also wir können hier praktisch, wir haben hier unseren Programmierer. Ich zeige euch das nochmal, der sitzt hier. Da übrigens eine schöne Anspielung. Der DeLorean DMC aus Zurück in die Zukunft. Das soll wahrscheinlich auch symbolisieren praktisch das Voranschreiten in der Zeit, das hier stattfindet in diesem wunderbaren Programm. Das ist alles so mehr oder weniger rundenbasiert. Ups, jetzt läuft die Zeit rundenbasiert geregelt. So, das Ganze ist eingeteilt in Jahre, Monate und Wochen. Und eine Woche ist in vier kleine Pünktchen unterteilt, die hier sozusagen ablaufen. Und da haben wir es dann ungefähr. Und das Spiel geht, glaube ich, 30 oder Jahre oder so. Die normale Spielspanne. Und danach kann man natürlich frei weiterentwickeln. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist praktisch ein neues Spiel entwickeln. Juhu. Wir haben im Moment nur 62.000. Das ist echt wenig. Aber ich denke, unser erstes Spiel sollte wenigstens mittelmäßig werden. So, das erste Spiel. Ja. Adventure-Klassiker. Ach, ich fange mal ganz am Anfang an. So. Adventure. Natürlich. Da bleiben wir uns sozusagen noch treu. Natürlich auch mit Ausrufezeichen. Das ist ja dann teilweise auch ganz wichtig geworden im Laufe der Spielegeschichte, dass immer so Ausrufezeichen dahinter waren, damit man auch genau wusste, worum es geht. Und da bleibt uns nichts anderes übrig. Also wir haben hier verschiedene Topics, die können wir auswählen. Sport, Weltraum, Militär und Mittelalter. Einige Kombinationen sind mehr oder weniger geeignet. Also ein Adventure, oder das geht mit Space, glaube ich, gar nicht so richtig gut zusammen. Da braucht man dann was anderes. Science Fiction oder sowas. Sport, naja gut, ein Sport-Adventure finde ich jetzt auch nicht so toll. Militär-Adventure ist jetzt auch nicht so der Reißer. Da möchte man wahrscheinlich die ganze Zeit die Knarre in die Hand nehmen. Aber ein Medieval-Adventure, das sollte vielleicht noch gehen. Ist jetzt zwar nicht allzu packend, aber ja, wie gesagt, das erste wird ein Adventure. Habe ich mir so vorgenommen. PC und G64 waren da gerade zu sehen. Ich kann es ja nochmal zeigen. Das sind alles so auch leichte Abwandlungen von realen Geräten. Der C64 hier praktisch. Damals sah das eigentlich alles noch relativ ähnlich aus, ne? So, Spielkonsole.
mehr oder weniger. Und ernstzunehmender ordentlicher PC, mit dem man auch andere Sachen machen konnte. Obwohl man das mit dem C64, glaube ich, auch machen konnte. Da gab es, glaube ich, auch Textverarbeitung oder so ein Zeug. Aber das war wirklich vor meiner Zeit und das will schon was heißen. Außerdem sind hier die Entwicklungskosten viel höher als beim guten alten PC. Und ja, deswegen nehmen wir den PC. Kostet schon mal 10.000. Oh, weia. So, textbasiert. Grafisch, ja, ich glaube, ja, nee, wir kaufen mal die 2D-Grafik. Geht zwar ins Geld, ist doppelt so teuer wie textbasierte Grafik, aber immerhin ein paar Pixel. So, und jetzt gibt es hier so lustige Entwicklungsabschnitte oder Etappen. Davon gibt es immer 3 pro Spiel. Und nun ist die Kunst, hier die Gewichtungen entsprechend zu verteilen, denn es ist nur eine bestimmte Zeit vorhanden und unser Programmierer rackert sich sozusagen den ganzen Tag den Arsch ab. Nur um dieses Spiel fertigzustellen, da müssen wir natürlich gucken, sollen wir dann mehr in die Engine reinstecken oder ins Gameplay oder in die Story oder die Quests, ne? Das im ersten Abschnitt, ne? Danach kommen noch 2. So, und jetzt legen wir das mal fest, wir müssen überlegen, was ist denn wichtig für ein Adventure? Für ein Mittelalter-Adventure? Also Engine, ich glaube in den frühen 80ern, da war Engine, nee, da gab's sowas nicht. Also ganz rudimentär, sag ich mal. Und ist ja ein Adventure, insofern Monkey Island war jetzt auch nicht so der technische Brüller. Adventures lassen sich ja immer dadurch machen, dass man einfach irgendwie verschiedene Bilder miteinander verknüpft. Bilder und Texte, mehr ist das ja kaum. Okay, Gameplay, na ich weiß nicht. Ach, Story und Quests natürlich, ist ja ein Adventure. Ich will's mal übertreiben gleich am Anfang, mache ich Gameplay so ein kleines bisschen niedrig. So, und schon rackert er los und jetzt ploppen hier so Pünktchen auf. Das heißt, ja, Kinato der Weise ist gerade dabei, hier seinen Design-Input in lustige Pünktchen zu verwandeln, die dann praktisch das Spiel bestimmen. Und zwar Design-Pünktchen und Technologie-Pünktchen. Und je nachdem, welches Spielgenre wir ausgewählt haben, ja, ist dann die Gewichtung, ne? Bei Adventure muss man ein deutliches Übergewicht auf Design haben, während bei Action-Spielen oder ähnlichen Technologie halt sehr im Vordergrund steht. Und das muss man immer so ein bisschen ausbalancieren. Das wird nachher auch noch richtig kompliziert. Also im Moment, weil, ja, ich glaube, das ist auch alles irgendwie so anteilsmäßig hier so einprogrammiert worden, dass praktisch die Schieberegler immer, es gibt sozusagen keinen Schieberegler, der nur auf Technik gehen würde. Alles ist so ein kleiner Anteil Technik, kleiner Anteil Design. Je nachdem. Bei Dialogen ist, glaube ich, der Design-Pünktchen-Anteil 90%. Bei Technologie 10 und der Technologieanteil 10. Bei Level Design ist es so 50-50, glaube ich. Und Artificial Intelligence ist genau umgedreht, nämlich dass irgendwie 80% Technologie und 20% Level Design sind. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken. Dialoge, natürlich. Level Design, naja, nee, so richtige Level gibt es ja auch nicht. Und Artificial Intelligence brauchen wir auch nicht unbedingt für ein Adventure. Also wirklich sehr Story- und Dialoglastig, das Ganze. Ja, kaum ein Technikpünktchen, aber das ist okay. Es gibt nämlich immer so Ratios sozusagen, die gut sind für bestimmte Arten von Spielen. Und wenn wir praktisch, wenn praktisch Technologiepunkte durch Designpunkte 0,4 oder so sind, dann ist das gut. Okay, beim Adventure jedenfalls, ne? Bei Action ist es dann, ist der Quotient irgendwie 1,8 oder so. Da kann man sich immer so ein kleines bisschen dran orientieren. So, dann World Design. Na, das ist schon relativ wichtig. Hintergrundstory und irgendwelche Handlungsschauorte. Grafik natürlich für ein Adventure. Auch wenn es ein Grafik-Adventure ist vor allen Dingen. Die Grafik machen wir mal richtig nach oben. So, dann den Sound. Sound. Nee, Piepgeräusche würde ich sagen. Basic Sounds. So war das früher. Okay. Technologie. Na, ich glaube, das wird ganz ordentlich. Ist jetzt nicht ideal. Aber mal sehen. Auf jeden Fall ordentlich viel ins Design reingepumpt. 18. Für ein erstes Spiel ist das wirklich gut. Finish. Und wir haben nur noch 26.000 auf dem Konto. Und jeden Monat gehen irgendwie 8.000 für die Betriebskosten drauf von unserer Firma. Oh, und jetzt gibt es hier Erfahrungspunkte. Also 18 und 8. Dann kriegen wir hier einen Bonus. Ein neues Thema, eine neue Kombo zwischen Thema und Genre. Und dann ist das natürlich auch eine großartige Kombo anscheinend. Also Medieval und Adventure, das passt richtig gut zusammen. Ja, und dementsprechend kriegen wir dann auch Erfahrungspunkte. Hier der Multiplikator, diesmal 1,6, Release. Und jetzt können wir das Spiel praktisch veröffentlichen. Vorher gucken wir nochmal, können wir irgendwas erforschen? Also wir haben hier oben Research-Punkte. Bei jeder Aktion, alles was wir programmieren und machen, bekommen wir diese Research-Punkte und die können wir hier praktisch in die Forschung, in den Research investieren und
am Anfang möchte ich mal einfach, oh ja, Pirate. Ich möchte mal ein neues Thema entdecken. Und Pirate ist richtig gut, Piraten-Adventure. Meine Güte, ich sehe Großes auf uns zukommen. Aha, Adventure, und jetzt bin ich mal gespannt. Oh, 10, 8, oh, very good. Meine Güte, wir haben ja richtig auf die Pauke gehauen. Ich glaube, so ein gutes Spiel habe ich noch nie programmiert am Anfang. Das erste Spiel ist natürlich immer relativ begrenzt, aber 8, oh. Hilfe, das wird ja ein 8er Durchschnitt fast. Quirky, but good. Und jetzt geben die einzelnen Spielezeitschriften praktisch ihre verschrobenen Kommentare dazu ab. Very good, sehr gut. Ich liebe es. Und ja, der Fokus auf den Dialog tut diesem Spiel sehr gut. Und quirky, ich weiß gar nicht, was quirky heißt, aber komisch, aber gut. So nach dem Motto, denke ich mal. Okay, jetzt erforschen wir was und jetzt werden wir gleich sehen, wie viel Geld unser Spiel abwirft. LucasArts, der Newcomer in der Game Industry, aha, hat gerade Adventure herausgebracht. Hat gute Bewertung bekommen und lalala, wir werden bald Fans bekommen. Ich werde hier nicht alles vorlesen, was hier aufploppt. Sorry. Oh, oh, 3,7K. 3700 Einheiten in der ersten Woche. Oh, in den Charts auf Platz 26 ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir haben 16 Fans bekommen. Super. Und wie gesagt, die Wochen schreiten voran. Und jetzt habe ich das Piratenthema erforscht. Und das heißt, wir haben noch gar nicht so viel. Ups. Game History, wir gucken mal. Ah, wir haben schon Profit gemacht. 30.000 und das kann nur noch besser werden. Das wird vielleicht sogar ein kleiner Knaller hier. 7,5 fürs erste Spiel, wirklich gut. Okay, und jetzt folgt gleich das zweite. Piraten-Adventure, würde ich sagen. Ist auch immer schön. Also einerseits ist es schön, immer die Themen zu wechseln, um die Leute nicht zu langweilen. Andererseits hat es auch seine Vorteile, sich praktisch auf diverse Genres zu spezialisieren. Und in diesem Fall, bei mir, wären das praktisch, ja, vielleicht auch mal ein Simulationsspielchen oder ein Strategiespiel, ich weiß es nicht. Aber größtenteils RPGs und, ja, wie heißen die Dinger? Adventures, genau. Später müssen wir uns nämlich dann auch noch Leute kaufen, die dann auch wirklich bei mir immer spezialisiert sind, dass wir uns so auf eine Richtung, entweder Technologie oder Design, praktisch spezialisieren. Das hat dann meist gute Erfolge. Okay, dann hier Adventure und PC. Und ich denke, Piraten-Adventure, das sollte gut zusammenpassen. Ja, legen wir mal los. Und zwar mit dem Klassiker der Grafik-Adventure-Geschichte, Donkey Island. Diesmal ohne Ausrufezeichen natürlich. So, die Eselsinsel. Ja, Grafik, jetzt dürfen wir natürlich keinen Rückschritt machen. Übrigens, das Spiel verkauft sich immer noch relativ gut. Immerhin 10.000 Einheiten. Schon in der dritten Woche. Ja, und ich denke, jetzt machen wir ein Adventure nochmal. Erfolgsrezept. Vielleicht sollten wir am Erfolgsrezept nicht allzu viel rumdoktern. Wir können es ja noch ein kleines bisschen verschärfen, die ganze Situation. Und eventuell noch ein bisschen... Ach nee, ich mache mal ein bisschen mehr Gameplay. So. Gameplay. Diesmal liegt der Fokus ganz klar auf dem Gameplay. Yakinato hat aus den Fehlern gelernt. Es wäre natürlich, ich dachte am Anfang, das ist so geplant, dass der DeLorean hier im Hintergrund. Ah, ich muss mal schnell die Dialoge einstellen. Die bleiben oben. Level Design mache ich mal ein bisschen runter. Und vielleicht noch ein kleines bisschen künstliche Intelligenz. Perfekto. Ich dachte immer, der Vorhang zieht sich dann mit voranschreitender Zeit immer so weiter zurück, bis dann der DeLorean kommt. Dann kriegt man irgendwie einen Bonus oder kommt in irgendeine Bonus-Stage oder so. Ich weiß es nicht. So, dann haben wir hier Grafik. Grafik und soundtechnisch. Wird das diesmal echt eine Wucht? Okay. Das World Design möchte ich jetzt mal vernachlässigen. Aha. 13, 8. Plop, plop. Ich finde übrigens Spiele mit solchen lustigen, tollen Soundeffekten echt cool. Die laden wirklich dazu ein, das noch weiter zu spielen, in diese Soundeffekte. Genau wie das Kassenklingeln bei Rollercoaster Tycoon oder so. Das macht auch in gewisser Weise so ein kleines bisschen abhängig. Natürlich nicht abhängig in dem Sinne, dass ich dann Entzugserscheinungen habe, aber so, das ist gut, praktisch. Das erzeugt ein gutes Gefühl. Also, plop, 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 die ganze Zeit. 17.957 Einheiten. Mhm. Der G64 scheint irgendwie ein bisschen mehr Einheiten zu verkaufen als der PC-Sektor. Deswegen die Leute sagen, haha, bald wird man gar keine PCs mehr brauchen. Die Heimcomputer, also die Spielekonsolen oder hast du nicht gesehen, werden die Macht übernehmen. Und natürlich wird gleich das Ende der aller Hardware-Manufakturen heraufbeschworen, aber ich glaube, das stimmt nicht. So, jetzt kann man immer noch ein bisschen warten. Da ploppen dann immer noch ein, zwei Bugs auf. Und wenn man die dann raus hat, ist gut. Aber zu lange sollte man auch nicht warten. Immerhin haben wir uns ein kleines Plus erarbeitet. Mit dem ersten Spiel gleich.
sind jetzt knapp unter 100.000. Ja, tam tam tam. Und bald haben wir auch 50 Research-Punkte. Und die 50 Research-Punkte, die wollen wir dann natürlich in eine neue Engine stecken. So, diesmal ein neuer technischer Rekord. In unsere erste eigene Engine wollen wir die stecken. Dann werden die Spiele nämlich schlagartig besser. Es ist wirklich gut, gleich am Anfang sich das zu holen. Ja, knapperweise immer noch nicht aufgelevelt. Schade. So, dann werden wir mal unser Spiel veröffentlichen. Ich hoffe, die Resonanzen sind positiv. Donkey Island. Was sagt ihr? Oh, ach, schon wieder eine 8. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Stargames. Nur eine 5, 6. Na gut. Aber dann müssen das hier 10 werden. Schade. Eine 7? Nun gut, ich bin nicht vollends enttäuscht. Und das noch eine 8? Bitte. Ja. Nicht ganz so gut wie das vorherige Spiel. Aber, naja gut, die Verkäufe sind jetzt auch nicht so gut, aber sind besser als beim ersten Spiel bei Adventure. Ah, und Jason. Jason ist begeistert von unserem Spiel und bietet uns Vertragsarbeit an. Und das machen wir doch mal. Wir können uns jetzt praktisch hier Aufträge raussuchen, die wir erledigen müssen. Und zwar müssen wir halt Blasen im Akkord in den Himmel hinaus befördern. Nach da oben. Drei Wochen nur, vier Wochen. Das könnte klappen. Fünf Wochen. Ich glaube, ich mach mal das hier. Irgendwas müssen wir ja davon machen können. Ich hoffe, ich schaffe das. Ansonsten kriegen wir eine fette Strafe aufgebrummt und keinen Lohn. Blablabla. Donkey King, genau. Donkey King soll praktisch herausgebracht werden jetzt demnächst. Irgendeine neue Konsole oder sowas. Los, komm, das wird knapp. Ah, Glück gehabt. 19.000. Super, wieder ein kleines bisschen Luft zum Atmen. Jetzt kann ich mal schauen. Na, es reicht immer noch nicht. Wir müssen noch ein neues Spiel machen. Develop New Game. So. Military RPG oder so. Ich weiß nicht. Sports RPG geht, glaube ich, auch nicht. Medieval RPG. Aber dann sind die Leute leicht gelangweilt. Wir können ja auch mal ein Actionspiel machen. Genau. Haha, muss ja auch mal sein. LucasArts hat ja bestimmt auch Actionspiele gemacht. Ich glaube, die haben Actionspiele gemacht. Jedenfalls, nee. Ach, kaum. Hilfe, ich kann mich nur an Adventures erinnern. Okay, Military Action und PC. Und das ist natürlich alles kindgerecht. Hoffentlich. So. Call of Fruity. Genau, damit so ein kleines bisschen der harmlose Eindruck erweckt und natürlich mit Ausrufezeichen, um die junge Zielgruppe so ein kleines bisschen anzusprechen. Allein der Name kostet schon 15.000. So, Achtung, jetzt muss ich mal ganz kurz husten. Bin gleich wieder da. So, die Husterei. Aber es ist lange her, seitdem es das letzte Mal passiert ist. Dann 2D-Grafiks, natürlich. Und Call of Fruity, das hört sich doch schon gut an vom Namen her. Military Action, das heißt, jetzt haben wir Action, jetzt müssen wir die Engine richtig hoch machen. Story und Quests, ah, egal. Ein bisschen ist ja immer da, praktisch, auch wenn wir den Regler ganz nach unten stellen. Und das muss reichen. Gameplay, ja, ich glaube, die Engine, ja, ich glaube, Gameplay ist eher wichtiger als die Engine. So ein kleines bisschen. Okay, bin ich ja mal gespannt. Jetzt werden hier die Technikpunkte reingepumpt. Hoffentlich. Ah, Dialoge ganz nach unten, Level Design, naja, und Artificial Intelligence machen wir mal, ganz hoch. Obwohl wir bei Dialogen ja schon Level 2 haben, habt ihr ja gesehen, ne? Da werden immer die Levels mit angezeigt. Aber jetzt haben wir das kleine Technikübergewicht, sehr schön. World Design, naja, nee, ist nicht allzu wichtig für Actionspiele. Eher Grafik und Sound, ne? Man sieht es ja, Call of Duty oder sowas, diese ganzen neuen Teile, Spec Ops und hast du nicht gesehen und Black Ops und Dark Ops und Grey Ops, keine Ahnung, was da noch kommt, egal, ich habe doch gar keinen Überblick. Aber da ist das World Design ja praktisch auch nicht so wichtig, sind ja alles nur Schlauchlevels. Ach, wenn ich daran denke, ich glaube, wir machen das mal noch weiter runter, dann wird das echt der Über-Action-Knaller. Ach, 15.955 nur. Donkey Island, Mensch, du hast mich enttäuscht. Okay, das TES soll bald kommen. Ah, es gibt Cartridges und ein einzigartig, in Anführungszeichen, designten Controller. Na toll. Meine Güte, das war damals immer relativ anstrengend, obwohl die ergonomisch gar nicht so schlimm waren, wie sie aussahen.
so ein bisschen wie moderne Foltergeräte und wir haben viele Bugs. Na gut, liegt auch daran, dass es halt etwas ist, was wir zum ersten Mal machen hier, ein Actionspiel und gleich ein militärisches dazu. Aber trotzdem, ja, ich kann nicht allzu sehr meckern. Dafür, dass es das erste Spiel ist. So, jetzt mache ich mal Finish, damit hier nicht noch mehr Designpunkte dazukommen. Call of Duty und ein neuer Rekord im Technikbereich. Das soll auch sein für unser erstes Actionspiel. Great Combo, New Combo, New Topic. Und hier gibt es die Level-Ups. Bei Dialogen hatten wir ja schon welche. Aha, Grafik, endlich mal. Und Yakinato der Weise vor allen Dingen. Das heißt, wir sind in Zukunft noch ein bisschen effizienter. Jetzt will ich mal gucken. Können wir uns jetzt endlich die Game Engine da... Ja, können wir. Start Research. Oh, oh, und jetzt kommt die Abrechnung für Call of Duty. Die Leute scheinen nicht wirklich begeistert zu sein. Shows Potential. Na gut, immerhin. Und eine 3 oder eine 4? Mäh. Ja, das sage ich zu diesen Bewertungen hier auch. Also, das ist ja schon Glück, wenn das praktisch mehr als 1000 Mal über den Ladentisch geht. Na gut, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber immerhin, hey, 5100, das ist hier so komisch angezeigt. Okay, gleich haben wir hier entwickelt. Und dann werden wir praktisch erstmal ein kleines bisschen Zeit in die neue Engine stecken. Können wir vorher noch irgendwas erforschen? Nee, ich glaube nicht. Dann mache ich mal Create Custom Engine und wie nennen wir das? Naja, X. Okay, die X-Engine. Mit Ausrufezeichen natürlich. 2D-Grafik. Version 2, das ist sehr wichtig. Mono-Sound ist auch wichtig. Alles wichtig hier. Gerade für Adventures, die lineare Story, ganz wichtig. Meine Güte. In anderen Spielen ist bei mir immer alles praktisch. Heute ist alles wichtig. Und jetzt wird hier geschaffen. Und wie gesagt, die kleinen blauen Kügelchen fliegen und ploppen. Ach, dass es nur eine wahre Freude ist. Call of Duty ist keine wahre Freude. Das verkauft sich irgendwie nicht so gut. Wir können mal schauen. Naja, immerhin. 53.000 Profit. 64.000 waren das vorher. 94.000. Eieiei, wir haben immer weiter abgebaut. Jetzt muss der neue Knaller kommen. Oh, ein neuer Research is available, das Gamepad. Sehr schön. Und wie gesagt, wir sind immer noch in den frühen 80ern. Und endlich kommt das Gamepad hier mit TES. Mit der TES. 14.000. Naja. Wahrscheinlich hätte ich selber auch nicht gerne gespielt. So, und die X-Engine, Ausrufezeichen, ist fertig. Ach so. Genau. Und jetzt werde ich gleich mal ein neues... Ach nee, wir können erstmal researchen. Und zwar möchte ich gleich mal eine neue Topic researchen. Science Fiction. Ja, ich mache mal Science Fiction. So. Ja, und danach geht es ans Engine verwenden. Im Spiel. Im fertigen Adventure-Spiel. Wahrscheinlich nehmen wir gleich die Topic, die wir jetzt erforscht haben. Haha, Science Fiction. Und daraus machen wir ein schönes Science Fiction Adventure. Aliens! Ach nee, das ist Quatsch. Das ist ja Mist. Ein schönes Science-Fiction-Adventures. Adventure. Lass mich kurz überlegen. Irgendwas mit Adventure? Warte mal. Ach nee. Ja. Das Überding. Ohne Ausrufezeichen. Oder mit Ausrufezeichen. Nein, ohne Ausrufezeichen. Hilfe! Aber nein, ist ja ein englisches Spiel. Das Überding. So, Science Fiction. Adventure. Plattform. Ja, jetzt können wir das TS nehmen, aber ich glaube nicht, dass das TS so eine Adventure-Spiele-Plattform war generell. So, dann nehmen wir lieber wieder den guten alten PC. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Haha. So, 2D-Grafik Version 2. Und los geht's. Jetzt müssen wir natürlich alles wieder umstellen. Engine, na, ein bisschen Engine machen wir mal. Wie gesagt, Gameplay hier. Können wir noch weniger, dann lieber die Engine noch ein bisschen runter. Und das Gameplay auch ein kleines bisschen runter. Lineare Story und Safe Game. Das nehmen wir alles mit rein. Und jetzt wird produziert. Und zwar hoffentlich viele Designpunkte. Oh ja, hier ploppen teilweise schon die Zweier auf. Das ist gut. Dann Dialoge.
ganz nach oben. Dialoge sind unsere große Stärke. Artificial Intelligence, nee, brauche ich nicht. So, super. Und erst 2 Bugs. Das heißt, unser Programmierer kennt sich hier wunderbar aus mit der ganzen Materie. Das wird ein gutes Spiel, kann ich euch versprechen. World Design, ja, wichtig. Grafik wieder so und so. So, 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 so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sound mal ein bisschen runter. Dann ist mehr Platz für Grafik und World Design. Aber Mono-Sound, das wollen wir schon haben. Das Problem ist, wenn wir zu weit runtergehen, ach, das geht alles noch. Dann können wir praktisch, also diese Dinger hier, die verschlingen Prozente. Wenn wir Sound dann nur noch so wenig haben oder so, dann steht hier eine Zahl. Nur noch 30% oder so, dann schaffen wir nur 30% von dem, was wir uns für den Sound eigentlich vorgenommen hatten. Und das ist dann natürlich doof für die Qualität des Spiels. Okay, im Moment sind wir da aber noch nicht. Da müssen die Spieleprojekte ein bisschen größer werden. Aber es sieht ganz gut aus, Mensch. Jetzt schon 18, 19, 20 Punkte. 20, 12. Das Uber-Ding. Das Uber-Ding wird einschlagen. Wie eine Bombe in der Spielewelt. So, die Bugs auch endlich raus. Ich habe es auch schon mal gemacht. Man kann die Spiele auch mit Bugs veröffentlichen, wenn man es ganz eilig hat. Aber es muss ja nicht sein. So, okay, die Ratio ist nicht so gut. Das Verhältnis. Finishing. Und da kommt nichts mehr. Und los geht's. Upp. 2 neue Rekorde. Das ist auf jeden Fall ein Meilensteinspiel bei uns. New Combo und Great Combo. Natürlich. Das Überding. Das Überding handelt wahrscheinlich von irgendeinem krassen Meteoriten, der irgendwo abstürzt. In einer stillen Waldstraße oder sowas. An einem stillen See. Und dann kriechen daraus kleine Alien, Mikroben und bauen in Windeseile eine Alien-Zivilisation auf und so weiter. Und man ist da praktisch als Detektiv und muss das Ganze so ein bisschen erkunden. Man gerät da eher zufällig rein durch einen Autounfall oder so. Egal. Das ist ein bisschen schade, dass es hier nicht um Inhalte geht, sondern wirklich nur um die Rahmenbedingungen. Aber so könnte es sein. So, und jetzt kann man einen Joystick praktisch entwickeln. Aber nö, erstmal nicht. Wir sind ja keine Consoleros und wir machen ja keine Simulation oder Actionspiele. Und jetzt kommt das Überding. Na, was sagen die Leute? 9, 9, 9, 9, 9! Hey, super. Science Fiction und Adventure, eine großartige Kombination. Ah, eine 8. Ist noch kein mega Überhit. Das wird auch eine 8 oder eine 7, ha? Und das könnte eine 8 werden. Jawohl. Naja, immerhin. Über 8. So, und jetzt geht's auch ein bisschen los mit den Verkäufen. Fast 10.000, naja, noch nicht wirklich. Aber es heißt ja immer schön weitermachen. Jetzt aber erstmal, ja, soll ich dafür Geld ausgeben? Nee, ich glaube, ich mache erstmal hier. Hacking, Fantasy. Fantasy ist gut. Dann machen wir als nächstes gleich ein Fantasy-Adventure. Mit der neuen Engine. Oder mal ein Fantasy-RPG. Das ist auch gut. Das wird ja praktisch unser zweites Standbein, diese ganze RPG-Schiene. Rollenspiele sind auch damals schon in. LucasArts ist neu, aber kann natürlich nicht warten. Man kann natürlich nicht darauf warten, was sie als nächstes entwickeln. Die sind alle schon super gespannt. Das Überding ist ein Surprise-Hit, ein Überraschungserfolg. Meine Güte, das ist ja schwierig, wenn das hier alles auf Englisch ist wieder. Und Fantasy ist erforscht. Und jetzt werde ich mal was ganz Tolles machen. Spinal Fantasy, genau. Nee. Irgendwas mit Fantasy muss das sein. Ach, genau. Ich nenne das Ding einfach Final Fantasy. Fantasy. Final Fantasy. Okay, Fantasy, Pick-Genre. Plattform. Engine, X-Engine. Okay, auf dem PC zu der Zeit, glaube ich, war Final Fantasy jetzt noch nicht so in. Ja. Ach nee, dann. Day of the Pentacle, genau. Ach nee, das ist ja auch nicht. Nee, das machen wir dann später. Haha, Day of the Pentacle. Okay. Lassen wir es bei Final Fantasy. Ausrufezeichen. Okay. Huh. Haben wir das geschafft? Die wichtigste Phase der Entwicklung, der Name des Spiels. Oh, und die TS, die schlägt richtig ein wie eine Bombe. Ich liebe es. Spiele, die mit der TS kommen. Ach. Achso, ich liebe die Spiele, die mit der TS zusammen geliefert werden. Und das Spiel mit einem Controller so viel besser als mit einem Keyboard.
Der soll doch einfach eine Tastatur nehmen. Warum nimmt er unbedingt ein Keyboard? Das würde mir allerdings auch Probleme bereiten. Zwinker, zwinker. Okay. Engine. Ja, ich glaube, Engine ist hier ein kleines bisschen wichtiger. Da müssen wir ein bisschen mehr was drauf geben. Dann hier, Story Quests. Ja, doch. Gameplay lasse ich aber auch mal relativ weit oben. Ist ja so ein bisschen, ich muss da mal an Gothic denken oder sowas. Oder an Fallout 2. Halt die stimmungsvolle Welt. Dialoge? Nee. Ist ja, soll ja auch Kampf sein. Also auch Level-Design relativ hoch. Und die Artificial Intelligence können wir auch ein bisschen nach oben setzen. Denn bei so einem zünftigen 3D-Super-Fantasy-RPG, damals, 1980, da brauchte man natürlich diese künstliche Intelligenz. Aha. Sieht bisher ganz gut aus. Der Quotient ist ein kleines bisschen höher als der für Adventures. Insofern gehen wir da auch kaum ein Risiko ein. World Design natürlich ganz hoch. Die Welt ist immer das Wichtigste. Die Grafik ist nicht so wichtig, wie man zum Beispiel an Fallout 2 sieht oder an Fallout 1. Oder diversen anderen Mika-Spielen. Sound, nö, ist auch nicht wichtig. Höchstens mal ein bisschen für die Atmosphäre, aber hey, Atmosphäre. Atmosphäre ist echt überbewertet. So, erst 5 Bucks. Mann, Nometer. Und das Überding hat schon 20 und 12. Wunderbar, und da kommen noch welche dazu bestimmt. Das Überding. 20, 3, ach, das ist ja gar nicht das Überding. Final Fantasy hat schon 20 und 13 jetzt. Meine Güte, 21, 22. Wären das etwa neue Weltrekorde? 23. Und ich glaube, jetzt ist der Strom an Pünktchen versiegt. Aber es ist gut. Ah, 23. Ein neuer Designrekord. Great Combo, New Topic. Im Moment haben wir sozusagen noch wirklich gute Effekte davon, dass wir hier immer die Topics auswählen können und dann die Erfahrungspunkte einheimsen. Ansonsten würde das Aufleveln auch ein kleines bisschen länger dauern. Jetzt sind wir überall auf Level 2. Selbst bei der 2D-Grafik. Und wir entwickeln, wir veröffentlichen das Spiel. Final Fantasy, okay. Oh, ich sehe große kommen. Das sieht man immer so ein kleines bisschen, wie die Nummern hier wackeln. 9 und vielleicht noch eine 9. Na, eine 8, okay. Das könnte wieder eine 8 werden. Ja. Und, oh, ja, nee. Ja, nee, 8, 7, ihr Säcke. All Games, da muss ich mal kurz auf den Tisch hauen. Die scheinen immer relativ kritisch eingestellt zu sein zu meinen Spielen. Eingestellt zu sein zu meinen Spielen. Ach Gottchen. Ah, und jetzt kommen die. Ja, ein Markt für neue Spiele-Spezialisierungen tut sich auf und einige. Ja, und so weiter und so fort. Und wir können jetzt praktisch die Zielgruppenforschung aktivieren. Tada! Und dann können wir festlegen, was die Zielgruppe sein soll für unsere Spiele. Aber immerhin, Final Fantasy hat schon ein paar Einheiten verkauft, noch. Naja, so richtig weltbewegend ist das noch nicht. Gut, jetzt können wir mich mal die Target Audience, das bringt auf jeden Fall Bonuspunkte, wenn wir das an die richtigen Zielgruppen verscheuern hier. Und dann wird Yakinato der Weise mal eine kleine Pause machen. Denn jetzt geht's ab zum System of a Down Konzert. Haha, wer das damals gehört hat. Ich find's ganz cool. Mal sehen, wie die alten Herren noch drauf sind. Die Jugendsünden. Aber okay. So, jetzt haben wir Target Audience. Sehr schön. Nochmal schauen hier auf die Game History, die wir hier haben. Ja, da haben wir ja erstmal Adventure. Hat sich ganz gut geschlagen. 7,5. Dann ging's abwärts. Donkey Island. 7,25. Ja, Call of Duty leider nur 5,25. Das Überding 8,25. Und Final Fantasy 8 Punkte. Okay, super. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bei der nächsten Session von Let's Play Game Dev Tycoon mit mir, dem Yakinator. Und schaut mal vorbei auf Yakinators LP-Oase. Da gibt es auch noch andere tolle Spiele. Ne? Und Let's Plays natürlich. Haha.